vielleicht nachher auch nochmal, wenn Sie spezielle Fragen haben, auch möglich, dass wir uns dann mal dahin bewegen. Zum Grundsatz erst einmal. Wir sind uns alle darüber einig, dass etwas passieren soll mit dieser Brücke aus mehreren Gründen. Einmal, weil die Brücke viel zu klein geworden ist. Das heißt, der Verkehr ist durch diese Brücke nicht mehr zu bewältigen. Und zum Zweiten, weil selbstverständlich auch wir daran interessiert sind, dass die deutsche Infrastruktur, insbesondere auch für unser Bayerwerk und so weiter, vernünftig funktioniert und läuft. Wir haben allerdings ein Problem, weil wir eine Meinung vertreten, die leider Gottes weitestgehend nur von uns vertreten wird. Das ist einmal dieses Netzwerk. Da gibt es etwa 700 Mitglieder. Das ist eine Vereinigung von Leuten, die nichts bezahlen, aber sich engagieren. Und dann gibt es noch die Interessengemeinschaft Köln-Leverkusen, wo Herr Dolle eben von sprach. Das sind die Leute, die haben sich zusammengeschlossen, beide auch e.V. eingetragen. Die haben schon etwas Geld eingezahlt, in diesem Falle Eintrittsgeld von 100 Euro, um eventuell Kosten, die entstehen, damit zu decken. Und Kosten entstehen zum Beispiel bei der Erstellung dieser PowerPoint-Dokumentation, Präsentation, und das können wir denn aus den Geldern wenigstens schon mal finanzieren. Die anderen Mitmenschen im Rat der Stadt Leverkusen, wie auch sonstige Bürgerinitiativen, die dann allerdings mehr von SPD und anderen beeinflusst sind, teilen das, was wir wollen, nicht. Ich sage Ihnen, worin der Unterschied gravierend besteht. Wir sind der Meinung, die einzig vernünftige Lösung könnte sein, und deswegen möchten wir neben die Planung, die Straßen NRW im Auftrag des Bundes und des Landes durchführt, auch zumindest noch diese Lösung vergleichbar, so wie das auch die Richtlinien des Bundesverkehrsministeriums vorschreiben, vergleichbar und abwägbar geprüft wird. Wohingegen Straßen NRW sagt, das, was wir vorschlagen, die Doppelbrücke etc., die ich Ihnen gleich noch erläutere, ist alternativlos. Sie kennen ja wahrscheinlich das häufiger, dass man Ihnen einfach sagt, das ist alternativlos. Nicht? Und dann hat es sich. Nicht? So nach der Devise, und Gott Vater hat gesprochen, und jeder, der das anders sagt, ist ein Idiot. Was will Straßen NRW? Die wollen die Brücke durch eine Doppelbrücke ersetzen. Und zwar dergestalt, dass sie hingehen und sagen, wir möchten ganz gerne den Verkehr zunächst so weiterlaufen lassen, hier das ist der Brückenabschnitt, dass das drei Farben sind, liegt an drei Bauabschnitten, die die eingeteilt haben, kommen wir gleich noch zu. Und die wollen also jetzt Folgendes, hier neben eine neue Trasse legen, gleich daneben, also quasi zum Spucken nah, und wenn die fertig ist, dann diese alte Trasse kappen, das heißt also demontieren, und dann an der gleichen Stelle die zweite Trasse führen. Das heißt, wir haben, wenn das so kommt wie Straßen NRW, der Bund und das Land im Moment das möchten, dann haben wir hier demnächst zwei Trassen, die eng nebeneinander geführt, zwei Brücken haben, hier eine riesen Stelzenlandschaft zweimal, hier neben das Wohngebiet ebenfalls noch am Schlafzimmerfenster vorbei eine zweite Trasse, die dann so die umgehenden Häuser beschattet, dass die ihr ganzes Leben lang keine Sonne mehr sehen, und dann hier natürlich das neue Leverkusener Kreuz, das auch völlig neu gebaut werden soll und muss, ergänzt durch eine Verbreiterung der A3, die bereits bis zur Stadtgrenze Leverkusen verbreitert ist, aber bis ins Ruhrgebiet auch noch auf beiden Trassen je um zwei verbreitert werden soll. Das heißt, das ist das, was Straßen NRW sagt, das ist für die alternativlos. Als wir das zum ersten Mal hörten, ist unser Oberbürgermeister, seines Zeichens Mitstreiter der CDU, nach Hamburg gefahren, hat sich dort kundig getan und
ist zurückgekommen und hat den Rat abstimmen lassen und hat gesagt, liebe Leute, es geht nur eins. Eine vernünftige Tunnellösung von hier bis hier. Alles andere wird unsere Stadt noch mehr belasten, noch mehr zerstückeln und noch mehr Probleme machen. Das haben wir dann einstimmig beschlossen. Aber schon nach wenigen Wochen, nachdem die mit Bayer-Vorstand gesprochen hatten und Ähnliches, wollten die Herren das alle nicht mehr so gerne. Die Einzigen, die den Wimpel da noch hochhalten, sind wir. Allerdings sagen wir nicht kategorisch, wir wollen dies, sondern wir sagen, wir hätten nur gerne, wenn das neben den Planungen, die Straßen NRW jetzt vorliegen, auch vergleichbar geprüft wird. Ich hatte es eben schon gesagt, in den Richtlinien des Bundes ist das auch vorgeschrieben, dass Lösungen, die noch möglich sind, nicht, dass man dann über den Mars vielleicht noch eine Lösung findet, oder nicht, also die völlig blödsinnig sind, sondern die auch einleuchtend sind, dass die vergleich- und abwägbar geprüft werden. Das will man aber nicht. Und führt immer wieder an, die Brücke ist wackelig. Da ich auch was wackelig bin, setze ich mich mal für ein paar Sätze hin. Ich habe nämlich was in den Knien, was nicht so gut ist und was mich beim Stehen ein bisschen behindert. Ich habe dann Akteneinsicht genommen und zwar tagelang. Zunächst allerdings vergeblich. Ich bin dann, obwohl alles verabredet war, da angerauscht und dann waren die Akten über Nacht verschwunden. Die ganzen anderen Termine waren nur Teilakten da, da fehlten ganze Kapitel. Aber trotzdem war das sehr aufschlussreich. Ich konnte nämlich eine ganze Reihe, und da habe ich übrigens auch hier in Düsseldorf, die Akteneinsicht auch in Düsseldorf, im Ministerium gemacht, wo man sehr entgegenkommend über war. Übrigens war, und wir auch von allem Kopien gemacht hat, gegen eine kleine Gebühr, Kopiengebühr und so weiter. Und diese Sachen habe ich dann natürlich auch alle veröffentlicht. Das war auch mein Recht, war mir auch zugebilligt worden. Und das hat dann dazu geführt, dass also Straßen NRW, die eigentliche Behörde, die Planungsbehörde, nicht mehr so begeistert war. Und als dann im Ministerium mir gesagt wurde, der Schuss, hier bei uns haben wir nicht so viel, die eigentlichen Akten kompakt liegen bei Straßen NRW, bin ich dann dahin gekommen. Und dann begann mein Leidensweg, der darin endete, dass man mir über Nacht die Akteneinsicht verbot. Und ich jetzt seit einem halben Jahr vor Gericht versuche, diese Akteneinsicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen wieder zu erlangen. Was machen die? Sie sagen, die Brücke wackelt und ist so gefährdet, dass wir überhaupt an gar keine Alternativplanungen oder Diskussionen mit dem Bürger oder Ähnliches wie Bürgerbeteiligung mehr denken können. Das Einzige, was sie noch mitbestimmen können, ist, sie können die Farbe der Brücke bestimmen und eventuell die Gestaltung der Lärmschutzwände. Originalton der Ministerialen hier aus dem zuständigen Ministerium und von Straßen NRW. Das ist uns aber zu wenig, wir möchten etwas mehr. Und jetzt zu der Brücke. Bei dieser Akteneinsicht bin ich denn auf zwei Dinge gestoßen, die hochinteressant sind. Einmal gibt es doch ein sehr renommiertes, weltweit renommiertes Büro, Ingenieurbüro Sittlacek aus Aachen. Die haben eine Expertise im Auftrage von Straßen NRW gefertigt, 2012, die ist Mitte 2012 veröffentlicht worden. Da steht drin, liebe Leute, da ihr ja sowieso eine neue, größere Brücke in Augenschein nehmen müsst, denn die klappt, die schafft ja den Verkehr nicht mehr, raten wir euch, fangt mal an, eine neue Brücke zu planen. Die Brücke ist stark sanierungsbedürftig und das lohnt nicht, wenn ihr da jetzt noch Millionen reinsteckt und meint, ihr könntet die auf Dauer retten. Fangt mal mit einer neuen an, aber ihr habt rund 15 bis 20 Jahre Zeit. 2012 Mitte. Dann gab es noch, was ich mehr zufällig dann fand, eine Expertise, die beinhaltete eine Hauptbrückenprüfung. Diese Hauptbrückenprüfung wird alle 6 Jahre durchgeführt, dauert etwa immer ein halbes Jahr. Dabei wird jede Nut und alles, was da ist, geröntgt und nachgeguckt, ob alles stimmt. Und dann bekommen die Brücken Noten. Mein ehemaliger Lehrer liegt halt immer nahe, wenn man da Noten gibt. Ja. Und zwar bekam dann
diese Brücke bei dieser letzten Prüfung, die Ende 13, und zwar Dezember 13, veröffentlicht wurde, die Note 3. Muss man wissen, es gibt nur 4 Noten, nicht wie bei uns an den Schulen 6, sondern nur 4. Und die Note 3 beinhaltet verkürzt sanierungsbedürftig, aber noch voll funktionstüchtig. Aber auch da dann der Hinweis, da ihr ja sowieso eine neue Brücke braucht, ihr braucht ja eine größere, fangt mal an, eine neue zu planen, aber eilt euch nicht, ihr habt Zeit, geht. Auf 15, 20 Jahre, dasselbe wie Sedlacek. 3 Tage nach Veröffentlichung dieser Expertise, die Straßen-NRW selbst durchgeführt hat mit ihren Brückenspezialisten, stehen 2 Minister auf der gleichen Brücke, damals noch der Herr Ramsauer, aber der Herr Groschek, und erzählen, die Rüppe wackelt dermaßen, wir haben Angst, dass die uns unter dem Hintern wegbricht. Und aus diesem Grunde können wir keine Bürgerbeteiligung mehr machen, müssen verkürztes Rechtsverfahren einleiten und. Wir haben einfach keine Zeit. Wir würden das alle gerne tun, liebe Bürger, seid uns nicht böse, aber die ist so wackelig, das geht nicht. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen dem Gutachten Sedlacek und der Hauptbrückenprüfung, die nach einem halben Jahr zu einem anderen Ergebnis gekommen, beide zu anderen Ergebnissen gekommen, dieser Widerspruch ist bis heute nicht aufgeklärt. Als ich damit dann in die Diskussion einstieg, am frühen Vormittag, und mich beklagte, dass dazu gibt es also jeder Brücke, wissen Sie ja wahrscheinlich auch, ein Brückenbuch, dass in dem Brückenbuch das wesentliche Kapitel 9, 39 Seiten stark, fehle. Hört man, das versteht man gar nicht. Aber das war üblich, bei allem, was ich vorgelegt bekam, fehlten wichtige Dinge. Ich musste dann nachfragen, dann bekam ich das teilweise auch. Viele Dinge habe ich bis heute noch nicht gesehen. Aber die hatten eine Sache übersehen, da war nämlich am Ende des Brückenbuches eben halt diese Zusammenfassung. Und diese Zusammenfassung ergab das Ergebnis, was ich eben sagte, Nummer, dass sie die Note 3 bekam und dass sie voll funktionstüchtig, aber eben halt sanierungsbedürftig sei. Man muss dazu noch sagen, andere Prüfungen vorweg, Jahre vorweg, hatten sogar schon mal die Note 3,5, das heißt also noch schlechter. Und die Note 3,3 auch noch schlechter als 3, das hat keinen gejuckt. Das ist bekannt gegeben worden, dann sind sie zur normalen Arbeit übergegangen. Das heißt also, da hat keiner gebrüllt, die Brücke wackelt, wir müssen was tun. Da passierte jetzt, nachdem sie 3 hatten. Und und Sie erleben das ja selbst, was für ein Riesenschauspiel da abgerissen wird. Heißt, wir befürchten, dass man bewusst das alles so eilig macht, um die Bürgerbeteiligung zu unterlaufen, um alternative Lösungen gar nicht prüfen zu müssen und ähnliche Dinge mehr. Da wir im Moment wieder angefangen haben, auch über andere Akten Einsicht zu nehmen, und da ist es sinnigerweise den anderen, die da gefragt haben, zumindest 2 von denen schon gestattet worden, die sind aber noch nicht da gewesen, sondern gehen jetzt noch, ist vielleicht mal interessant, sich das vielleicht auch mal von Ihrer Seite anzuschauen. Das Brückenbuch ist so ein großer Aktenordner. Da finden Sie alle das, was ich Ihnen jetzt in Kürze erzählt habe, wieder. Ich habe mir das natürlich alle abgeschrieben, denn Straßen-NRW hat nichts mehr kopiert. Während das Ministerium noch, wie üblich, locker alles, weil es ja öffentlich war, haben ja auch nichts zu verbergen und so weiter, alles kopiert hat. So, was haben wir nun überlegt, und zwar mit Hilfe auch von Professoris aus Aachen, von Brücken- und Tunnelspezialisten und so weiter. Ich will Sie jetzt nicht mit Namen belästigen, wenn Sie das interessiert, es sind namhafte Leute dabei, dann sage ich Ihnen das gleich auch. Wir haben gesagt, wir haben als Rat beschlossen, und das einstimmig, eine große Tunnellösung von hier nach hier. Das sind nicht ganz 6 Kilometer. Wir haben gerade in Thüringen einen Tunnel, um die Landschaft zu schützen, dargestellt und gebaut mit über 11 Kilometer. Ich glaube, es ist 11,7 Kilometer. Da war das überhaupt alles kein Problem. Warum sollte man das hier? Hier ist vor allen Dingen nur Kies, Schluff und Sand.
Hier kommen wir, wie die Brückenspezialisten sagen, mit dem Finger durch. Tunnelspezialisten. Also sehr schnell. Kommt die erste Einwand, ja, aber so große Tunnel gibt es nicht. Falsch. Diese Tunnel, die wir hier brauchen würden, das wären deren zwei, wie bei allen diesen neuen Tunnelobjekten, weil die sich gegenseitig schützen. Es läuft also meist dann so, wenn dann dort in dem Tunnel was passiert, ist der Paralleltunnel jeweils in eine Richtung, die eine, der andere entsprechend, sind dann Querverbindungen, sodass dadurch die Sicherheit gewährleistet ist. Die werden im Moment in Dubai, in China und überall, Deutschland ist der Marktführer, von deutschen Firmen gebaut. Man braucht für das, was wir hier an Breite brauchen, 19,5 Meter. Die Tunnel, die man dort im Moment mit Maschinen locker und gut baut, sind bis 20. Es ist jetzt sogar einer mit 24 Breite gerade in Arbeit gegangen. Heißt also, rein technisch ist das machbar. Also haben wir gesagt, Kinder, macht doch mal eine Planung, grob, so wie das auch in den Richtlinien des Bundes steht. Was würde es denn, wenn wir das mal vergleichen, kosten, wenn wir hier einen Tunnel bauen? Wir hätten zwei große Vorteile, das sind auch zwei mehrere noch. Das große Naturschutzgebiet hier würde völlig entlastet. Das große Naturschutzgebiet hier, das sogar eine hohe Wertung hat als Naturschutz, würde deutlich entlastet. Hätten wir schon mal eins. Zweitens, wenn wir den Tunnel machen, gehen wir hier gerade durch, denn wir sind ja unter der Erde, kostet uns Verkürzung etwa 1,2 Kilometer kürzer. Wir brauchen diese beiden Brücken nicht zu bauen, wir brauchen dieses große Kreuz, das steht ja auch auf Stelzen, wer das kennt, das ist also eine interessante Baulandschaft, sind insgesamt, wir nennen das Stelzen, die Fachleute sprechen davon Brücken, 16 Brücken, die wir dann hier nicht brauchen müssen. Es ging hier nicht durch die Wohnbebauung könnte hier wieder zusammenwachsen, es ginge hier nicht durch die Wohnbebauung, auch das könnte wieder zusammenwachsen. Und könnte, da das Straßen-NRW sowieso vorhat, hier in Tieflage zu gehen, hier auch problemlos an das Kreuz angebunden werden. Übrigens zusammen soll das einen Kostenrahmen von insgesamt 460 Millionen Euro sein. Sie haben dann aufgeteilt in drei Abschnitte. Das hat auch einen Grund. Wenn ich den nämlich hier gebaut habe, dann kann ich hier nicht mehr anders. Dann muss ich mich nach dem richten, was hier passiert. Dann ist hier schon gar nichts mehr anders möglich als eine Stelze. Es sei denn, man würde dann wieder einen ganzen Teil des Gebauten abreißen. Das wird man natürlich nicht tun. Nehme ich zumindest nicht an, dass man so bekloppt. Heißt also, wir sagen, wir können hier durchgehen, Verkürzung, Minderung der Kosten. Wir brauchten die Doppelbrücke nicht, deutliche Minderung der Kosten. Brauchten hier die Riesenkreuz nicht, sage ich aber noch was zu, an der anderen Karte, Riesenkosteneinsparung. Wären hier im ganzen Stadtgebiet, wie auch in Köln im ganzen Stadtgebiet, keinerlei Bauvorhaben, sondern da spielte sich alles unsichtbar ab und wenn das denn fertig wäre, der Tunnel, dann könnte das in Betrieb genommen werden, ohne dass hier jahrelang Riesenbaustellen im gesamten Stadtgebiet, zu dem auch noch teuer sind, eingerichtet werden müssen. Und last but not least, es gibt hier auch noch eine wunderschöne, in Anführungsstrichen, Giftdeponie. Diese Giftdeponie entsteht über das Bayerwerk und da liegt weiß Gott was, unter anderem Zyklon B, die ganzen Gifte, Lost und so weiter, die man im Ersten Weltkrieg ja noch zur Bekämpfung des Feindes gebraucht hatte. Die sind nämlich leider Gottes auch in Leverkusen entwickelt worden. Und daran sind ja nun viele Zehntausende von Mitmenschen jämmerlich krepiert. Diese ganzen Abfälle liegen da. Und deswegen brauchen wir dann auch nicht durch die Kippe, sondern wir können uns das sparen. Und das ist natürlich auch preiswerter. Nun, da hat sich jetzt eine Planungsänderung, und das beweist, wie gefährlich das ist, von Straßen-NRW ergeben. Die wollen jetzt nicht mehr für diesen Teil hier, diese Doppelgleisigkeit, sondern die sagen, da geht ja schon die alte Brücke durch, die
die reißen wir von da bis da ab. Der Verkehr wird für diese Zeit von diesem Brücken runtergenommen und wird über Behelfsstraßen und über öffentliche Straßen geleitet. Und dann bauen wir an derselben Stelle nur eine deutlich verbreiterte Stelze. Das heißt also, wir brauchen dann aber nicht mehr durch das Gift durch, brauchen das auch nicht mehr zu verbrennen, was ja auch sehr teuer ist. Auch bei einem Tunnel wären die geschätzten rund 180 Millionen, die alleine verbrennen. Ich muss mir ja auch mal vorstellen, wie pikant das ist. Bayer haben den Driss da gemacht und bekommen jetzt, weil nämlich die Spezialverbrennung hier angesiedelt ist, den Auftrag, die 180 Millionen sich auch noch zu verdienen und den eigenen Mist zu verbrennen. Gut. Heißt also, dass wir jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt und dann kommt dann die zweite Karte. Hier wird aber ja die A59 angebunden. Und die A59, da fahren ja eine Reihe Leute, die fahren ja nach Koblenz. Wie wollt ihr denn das machen? Das geht einmal, indem man das ebenfalls, den Tunnel an den Tunnel anbindet. Das geht technisch, ist aber nicht einfach und ist wohl auch recht teuer. Aber wir können hier eine Autobahn nutzen, das ist die A542, die hört einfach hier in der Mitte des Geländes auf, Sie sehen ein riesiges Kreuz, das war mal vorgesehen, dass es hier über den Rhein ging und das sollte das Leverkusener Kreuz entlasten. Das hat man aufgegeben und jetzt ist das eine Autobahn, da können Sie drauf spazieren gehen, also da können Sie jedem Autofahrer persönlich begrüßen, so befahren ist die. Das heißt, Sie könnten den Hauptverkehr, außer dem Verkehr, der hier zum Bayerwerk will und so weiter, der bliebe auf der A59, die würde dann eben halt nur am Bayerwerk enden, so wie sie jetzt hinter dem Bayerwerk endet. Und dann würde der Verkehr hier umgeleitet. Das ist natürlich ein kleiner Umweg. Man streitet sich, der eine sagt, es sind 150, sind 1500 Meter, der andere sagt, es ist das Doppelte. Das müsste man mal genau sehen. Nur diese Autobahn, die überhaupt fast nicht genutzt wird, führt auf die A1. Die A3 wird hier bis ins Ruhrgebiet auch nochmal jeweils erweitert, kann das also locker aufnehmen und dann müssen die über das völlig neu zu bauende und auch erweiterte Leverkusener Kreuz dann eben halt hier entsprechend in Richtung Koblenz A1 fahren. Das ist rein theoretisch, Professor Steinhor, das ist einer, der vom Straßenbau was Ahnung hat, ist aus Aachen, ist jetzt vor einem Jahr emeritiert, hat sich die Sache auch angeschaut, hat schon mehrere Expertisen zum Leverkusener Kreuz geschrieben, ist also im Thema, sagt, ist überhaupt kein Problem, geht. Heißt, wir könnten sagen, wenn wir mit dem Tunnel, der zweifelsfrei nicht so preiswert ist wie Brücke und andere Stelzenführung, könnten wir mit dem Tunnel diese ganzen Punkte finanziell ersparen. Und jetzt kommt noch als Letztes hinzu, die Mitmenschen werden ja nicht gesünder von dem, was sich in den sogenannten Atemluft dann da befindet. Wir haben ja nicht nur Stickoxide, sondern auch sehr viele Feinstäube. Nun kommt dann wieder das Argument, die Feinstäube nehmen ab. Ist richtig und doch im Prinzip falsch. Uns gelingt es mit unseren neueren Filteranlagen, die gröberen Feinstäube nach und nach in den Filtern zu fangen. In der Zwischenzeit hat sie aber auch die Messtechnik entwickelt und es gelingt jetzt, die kleinsten, die Nanofeinstäube, Blei, Cadmium und Ähnliches, ebenfalls zu messen. Und man stellt fest, zwar nimmt die Menge gewichtmäßig der Feinstäube sukzessive etwas ab, aber trotzdem sind die Feinstäube, da wir das jetzt ja erstmals messen können, Blei und Cadmium und Ähnliches, viel, viel, viel gefährlicher, als wir je gedacht haben. Und Forscher haben zum Beispiel nachgewiesen, dass wenn es über, und das geht, ist auch, wie gesagt, forschungsmäßig nachgewiesen, wenn denn ein Blei oder ein
sind dann Nanogrößen, nicht? Also Kleinstgrößen, in eine Lunge und von da ins Blut gerät, ist zu allerhöchster Wahrscheinlichkeit Leukämie die Folge. Heißt also, diese Kosten belasten unsere Volkswirtschaft ja auch. Denn jeder, der krank wird, hat ja nicht nur das Leid, mit dem er kämpft, sondern er hat ja auch noch das Problem, dass er dann zum Arzt muss, dass er ins Krankenhaus muss. Das sind ja alles Kosten, die unsere Volkswirtschaft belasten. An den THs wird das auch schon gelehrt. Da sagt man, wenn man eine solch große Baumaßnahme plant, dann muss man auch die Gesundheitskosten mit einrechnen. Wenn wir das noch tun, so nach Meinung der Experten, wir geben das jetzt nur wieder, ich bin nicht in der Lage, das zu überprüfen, aber das sind alles gestandene Leute, auch alles Professoris, die etwas zu verlieren hätten, wenn sie uns einfach Unsinn erzählen würden. Die sagen, wenn wir die Kosten noch dazu rechnen, ist der große Tunnel die preiswerteste Lösung, die es gibt. Jetzt stehen sich die beiden Lager gegenüber. Auf der einen Seite in der Zwischenzeit die zurechtgebogenen CDU, SPD-Leute und wie sie alle heißen, selbst die Grünen im Rat der Stadt, die ursprünglich beschlossen hatten, wir wollen einen großen Tunnel, und wir, die wir das wenigstens geprüft haben wollen. Die sagen nun plötzlich, aber ihr könnt uns doch zumindest die kleine Lösung. Die kleine Lösung ist dieses Stück, das sind so etwa 600 Meter. Diese kleine Lösung haben dann auch noch, was dankenswertes Bürger, die vom Fach sind, mal entwickelt, grob versteht sich, haben gesagt, das kann man in offener Drucklage bauen, dann einen Deckel drüber machen, dann hätte man wenigstens dieses Stück hier überdeckt und verschwinden lassen. Da kann man aber, weil es so kurz ist, keine effektive Filteranlage mehr reinbauen und an den beiden Mündern hier, da kommt der ganze Saft raus und da kommt auch der Lärm zu einem überhöhten Maße raus. Das heißt, die Leute, die hier an den Mündern wohnen, die haben dann wirklich absolut, wir sagten auf gut Deutsch, die Arschkarte gezogen. Das heißt also, die sagen, wir wären ja schon zufrieden, wenn uns wenigstens das Stück geben würde. Keine Frage, wahrscheinlich wäre das schon ein Fortschritt gegen den jetzigen Zustand, ist aber ebenfalls nicht preiswert. Und wie eben ich schon sagte, wenn die hier mit dem ersten Abschnitt durch sind, dann geht hier gar kein Tunnel mehr, sondern dann müssen sie hier mit einer Stelze weitergehen oder sie müssen das ganze Stück wieder abreißen. 200 Meter. Das sagen die auch, 46 Millionen. Ja, ja. Das sagen die auch, dann müssten wir das wieder abreißen, aber das tun wir dann auch. Ich glaube, an den Weihnachtsmann hat er das, aber wie auch sei. Heißt also, kommen die hier mit durch, ist der Rest gelaufen, brauchen wir uns nicht mehr streiten, ist die Sache gebannt. In Grobform das, was ich Ihnen jetzt vorgetragen habe, den kleineren Bereich, wo ich hiervon sprach, das Mittelstück, habe ich Ihnen hier auch nochmal groß mitgebracht. Das sind die Stadtteile Bürgisch und Küppersteeg. Das hier ist das große Stelzenkreuz, von dem ich hier sprach, das wegfallen könnte bei einer großen Tunnellösung. Bei einer kleinen Tunnellösung müsste das weitergebaut werden. Im Groben, glaube ich, habe ich das Wichtigste gesagt. Vielleicht noch eine Ergänzung. Wenn die Anbindung an die 59 nicht gemacht wird, diese Anbindung hier, hier runter über die gestellte Landschaft, durch die Deponie, durch auf diese Autobahn, dann müssten die Leute, die Fahrer, die aus dem Norden kommen, von Düsseldorf kommen, die müssten einen Umweg von 5 bis 10 Minuten in Kauf nehmen, wenn sie über die A542 und dann über die A3 zum Kreuz fahren. Und wir könnten dadurch, wenn das nicht gebaut würde, und wir bräuchten nicht in die gefährliche Bayer-Deponie rein, dann sparen wir einen dreistelligen Millionenbetrag. Und ich denke, da ist ein Umweg von 5 bis 10 Minuten durchaus angemessen. Soweit der Iststand. Ja, danke schön. Für mich war jetzt vor allem auch nochmal ganz interessant, ganz am Ende der Hinweis, dass es abgerissen werden muss, wenn man dann in Drucklage weiterbauen möchte. Also das war im November, war da glaube ich, ne, die letzte Sitzung,
auf den Plänen von Straßen NRW wurde hat uns so gezeigt, Abschnitt 1 endet. Und dann, ja, danach ist dann noch alles möglich. Im Detail wurde das halt dann also im Fall nicht ausgeführt. Der Herr Jansen von Straßen NRW, der hat das auf einer öffentlichen Veranstaltung im Forum, hat mitgeteilt, dass 200 Meter wieder abgerissen werden müssen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Steuerzahler aus Bayern, Baden-Württemberg das akzeptieren würden, weil denen ist hier Leverkusen ziemlich egal. Aber dass da viele Millionen in Sand gesetzt werden, neue Autobahn wieder abgerissen wird für eine Trotklage, ich glaube, das Märchen, das können Sie irgendwo erzählen. Es wird jedenfalls deutlich schwerer zu vermitteln als... Ja, und jetzt stand vor kurzem in der Rheinischen Post, glaube ich, war das, oder war das Stadtanzeiger, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, in einer von den beiden Zeitungen auf jeden Fall, die sprachen sogar von 400 Metern, die müssten wieder abgerissen werden, nicht 200 Meter. Kommt dem auch näher, ja. Man kann vielleicht noch etwas sagen, es hat sich noch etwas rechtlich geändert. Diese Einteilung in die drei Bauabschnitte ist in der Zwischenzeit nach einem Urteil des OVG Münster umstritten. Und zwar dermaßen umstritten, dass Straßen NRW fängt das auch nicht mehr zu wollen. Diese Abschnittsbildung ist nämlich dort verdammt worden anhand eines Flugplatzes, ich glaube in Münster, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Da wurde gesagt, Moment, stückeln und dann sagen, ja, das ist ja mal erst genehmigungsfähig. Damit Fakten schaffen, damit man das andere weiterbauen kann, das wird nicht mehr akzeptiert. Wenn das eine gesamte Baumaßnahme ist, muss sie auch gesamt geplant und gesamt auch gesehen werden und diskutiert werden. Und das wollen die natürlich nicht. Aber man merkt, sie fangen an, da umzudenken, sie wollen sich da nicht angreifen lassen. Wir haben auch da Beistand gesucht. Die Leute, die was von Geld verstehen, wissen, dass das bei den Juristen eine so eine Sache ist. Da haben wir den angefragt bei Spezialisten, die wollten dann einen Stundenlohn von 640 Euro haben. Und wir haben dann einen gefunden, der dann auch vom Fach war, ein Überzeugungstäter, ein Herr Settlack, der hat auch schon einmal eine Autobahn, nämlich die A66 im Bereich Bielefeld, verhindert mit einer Bürgerinitiative. Der nimmt dann immerhin noch 180 die Stunde. Heißt, wenn wir also den mal für einen Abend einladen, um die Bürger zu informieren und Ähnliches, haben wir schon einen Tausender weg. Ja, das kann keiner in irgendeiner Form nachher noch finanzieren. Also Sie sehen, wenn die dann, wie Sie das ja jetzt beschlossen haben, auch im Bundestag direkt die ganzen vorrechtlichen Prüfungen nicht mehr gestatten, sondern man direkt nach Leipzig Bundesverwaltungsgericht gehen muss, dann können Sie sich vorstellen, das kann eine Initiative finanziell gar nicht stemmen. Nicht? Ja. Aber wir kämpfen trotzdem weiter und wir hoffen auch, dass wir Erfolg haben, denn wer mehr und mehr Interesse zeigt, sind die Medien. Da scheint sich endlich der ein oder andere durchzuringen. Panorama arbeitet angeblich an einem längeren Beitrag und, sodass wir vielleicht von der Seite auch etwas Unterstützung bekommen. Ja? Wir haben auch noch eine andere Sache, aber das würde ich am Ende gerne vortragen. Da könnten Sie vielleicht auch eine Rolle mitspielen, wenn Sie das denn wünschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt durchgekommen ist. Bei dem großen Tunnel, die ganzen Schadstoffe durch Filteranlagen, kann man bis 90% eliminiert werden. Ja. Das ist sehr wichtig zu wissen. Die ganzen Schadstoffe, die Abriebe und alles, bis zu 90%. Und bei der Kleinanlage? Überhaupt nicht. Gar nichts. Ist zu kurz für Filteranlagen. Da braucht man auch gar keine Filteranlage. Dann nimmt man nochmal die Autos, die schieben hinterher. Und dann die neueste Idee von Herrn Jansen ist, selbst diese kleine Troglage, die 600 Meter, nicht ganz als Tunnel zu machen oder als gedeckelten Trog, sondern immer nur alle 80 Meter. Weil wenn man unter 80 Meter bleibt, dann ist das kein Tunnel, dann braucht man bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen. Also das heißt, wird so ein löcheriges Ding. Ne? So 80 Meter wird abgedeckt und dann wieder eine freie Strecke und dann kommt wieder 80 Meter abgedeckt. Ist auch eine tolle Idee. Also ich vermute, das wird die billigste Variante und wenn überhaupt sowas gemacht wird, dann planen die sowas von Straßen NRW. Was wir da gesagt haben, diesen Tunnel, kann man auch an einer Stelle, das heißt, kann man an mehreren Stellen auf der Erde sehen, aber an einer, die uns am nächsten nicht, das ist Madrid. In Madrid hat man die Stadtautobahn, die M30, unter die Erde gelegt und hat darüber jetzt Sportplätze, Parks und so weiter. Und da hat aus Bergneustadt ist die Firma diese Filteranlage eingebaut,
Die nehmen Tonnen von Schadstoffen, Blei und Ähnliches, aus der Luft heraus, also aus der Tunnelluft heraus, und zwar recht preiswert. Also falls mal irgendjemand in Urlaub in Spanien ist und hat nichts Besseres zu tun, kann er ja vielleicht mal nach Madrid fahren, sich das anschauen. Die Professoris aus Aachen, von denen ich eben sprach, sind mit ihren Studenten schon da gewesen und haben gesagt, Wahnsinn, toll, kann man bei euch auch. Also die haben da schon so eine Exkursion im Zuge ihrer Lehrtätigkeit hingemacht. Ne? Ja. Kann ich vielleicht noch was ergänzen? Ich wollte gerade nur sagen, hier, das ist Simone Brandt, unsere Sprecherin für Verbraucherschutz, die im Umwelt- und Verbraucherschutzausschuss sitzt. Ja, eine kleine Ergänzung, Sie brauchen gar nicht nach Madrid zu fahren, sondern nach Mainz. Also ich habe dort studiert und während ich studiert habe, wurde der Mainzer Ring ausgebaut und die A60, die wurde auch tiefer gelegt und einen Deckel drüber gemacht. Und da entwickelt sich auch die Stadt zusammen. Also ich weiß jetzt aber nicht, ob Sie irgendwelche Filteranlagen oder sonst irgendwas eingebaut haben, aber vielleicht können Sie dort sich informieren. Die Deckel gibt es ja sogar hier in Düsseldorf schon bei älteren Projekten. Ja. Flughafen und Uni. Kann man schön drüber spazieren sozusagen. Also sieht ungefähr so aus wie in einem Inuit-Film dann später. Eine Sache noch vielleicht zu diesen drei Abschnitten, die Planung dazu. Das sieht ja so aus, wenn das Planfeststellungsverfahren, was jetzt für den ersten Abschnitt soll im Frühherbst diesen Jahres offengelegt werden, dann haben wir 6 Wochen Zeit, das zu prüfen und Einsprüche einzulegen. Das können aber nur die direkt Betroffenen, die in dem Abschnitt 1 wohnen. Und das ist hier in diesem Fall, sind das überwiegend oder fast nur Leute, die aus Merkenich. Die Leute, die in Liverpool, Köln-Merkenich, die im Abschnitt 2 wohnen, wo da, Sie müssten sich das mal angucken, die Bilder, da geht, die stellt sie wirklich durch das Wohngebiet. Die 5 Meter oder 10 Meter Abstand, da ist die Autobahn. Ne? Und dann kommt die Lärmschutzwand, die sehen, und wenn die dann jetzt erhöht wird und verdoppelt wird, die sehen wirklich die Sonne nicht mehr. Die können jetzt noch keine Einsprüche einlegen. Man schafft, Tatsachen. So, und wenn das steht, wie gesagt, Steuerzahler aus Bayern, aus Baden-Württemberg werden auf die Barrikaden gehen, wenn da 200 oder 400 Meter frisch gebaute Autobahn wieder abgerissen werden müsste, damit man in die Tieflage kommt. Dann ist der Fisch gegessen. Das ist unsere Befürchtung. Das ist auch noch was, was ich bisher nicht bedacht hatte. Das ist wichtig. Vor allem, also wir waren ja dort vor Ort und Sie wohnen auf der Abschnitt 2 Bereich. Ne? Ja, ich glaube, das Stadion ist da. In der Nähe vom Stadion. Okay. Gleich noch eine Frage dazu, aber erstmal Carsten. Wann kommt die Machbarkeitsstudie? Die hatte der Christoph Jansen auch im Ausschuss angekündigt. Die Machbarkeitsstudie, kleine Tunnellösung im Abschnitt 2. Wissen Sie das? Die ist in Arbeit. Der hat uns auch schon... Der hat fünf Ideen hat er vorgestellt. Der ist bei ihm, glaube ich, auch vorgestellt worden. Ne? Diese löchrige Geschichte und eine neue Stelze nebeneinander gebaut. Abschnitt 2 hat man nicht im Ausschuss. Zu dem ersten Bauabschnitt ist überhaupt keine Machbarkeitsstudie nichts gemacht worden. Da ist gar nichts. Hat er behauptet. Also er hat gesagt, auch hinsichtlich der Zeit- und Kostenfrage werde zumindest im ersten Planungsabschnitt ein Tunnel für nicht realistisch gehalten. Genau. Straßen-NRW habe diese Variante allerdings mitgeprüft, aber dann verworfen. Ja, was die geprüft haben, war ein Tunnel durch die Deponie. Die geprüft haben, die haben den Tunnel geprüft, genau wie entsprechend der Autobahn. Von hier bis hierhin. Also, und die haben dann diese Planung verworfen, Tunnel gegen mit der Begründung, wir gehen hier. Sei vorsichtig, die behaupten, das geprüft zu haben. Es hat noch keiner davon eine Zeile gesehen. Das haben Sie nicht gekriegt. Und ich habe auch bei der Akteneinsicht nachgefragt und Sie konnten es mir, bis Sie mir das Akteneinsehen verboten haben, das nicht vorlegen. Ja? Nicht, der behauptet, das ist geprüft worden und er hat recht. Und dann haben die da noch einen Trick bei und haben gesagt, wir gehen dann unter der Deponie durch. Man muss dazu sagen, die Deponie ist mit vielen Steuergeldern abgeschottet worden. Da sind Betonwände bis 40 Meter nach unten ins Erdreich getrieben worden. Und da sind überall Pumpen, die das Grundwasser, das verseuchte Grundwasser abpumpen und in die gleiche Kläranlage direkt daneben auch führen.
Und wenn ich natürlich einen Tunnel bauen würde und gehe nicht an der Kippe vorbei, man kann das nicht, wenn man das will, wenn man das verkürzt hier, kommt man mit der Kippe überhaupt nicht in Berührung. Aber die behaupten, hätten das auch geprüft, man müsste unter der Kippe durch, da muss man 40 Meter tief. Das wird natürlich dann spät. Haben wir nie versucht. Also, Aussage im Ausschuss, ich weiß nicht, ich stehe, glaube ich, nicht ganz so detailliert im Protokoll, das ist ja nicht immer Wortprotokoll ist, war, dass die Problematik gar nicht so an der A1 hängt, sondern an der A59. Und da haben Sie ja eben selber... Da reden wir über maximal 10 Minuten um. Da haben Sie ja selber gerade gesagt, da haben Sie auch sozusagen eine andere Lösung. Sie möchten gar nicht bei Ihrem Konzept durch die Deponie, sondern halt... weder durch die Deponie noch brauchen wir das große Kreuz da. Ja. Was wir letzte Woche haben wir an die einen freien Fragenkatalog. Heute Abend ist in Leverkusen eine Ratssitzung, eine öffentliche Ratssitzung, wo auch Straßen NRW kommt und die Planung auch nochmal den Politikern vorstellt. Dazu haben wir, weil zuerst gesagt worden ist, man könnte auch als Bürger Fragen stellen. Das ist dann, stand in der Zeitung, dass es abgelehnt wurde. Wir dürfen keine Fragen stellen, aber wir haben Fragen und die haben wir letzte Woche auch an den Oberbürgermeister geschickt und an die Presse geschickt. Und die haben wir Ihnen auch mitgebracht. Da sind alle diese Fragen, da tauchen garantiert noch mehr auf. Das ist nur die wichtigsten haben wir da zusammengefasst. Da sind alle diese Fragen, die jetzt eben auch in seinem Beitrag dargelegt wurden, auch nochmal gestellt worden. Es gibt keine detaillierte Planung oder keine Machbarkeitsstudie zu dem, was bisher uns hier nur so mündlich vorgestellt worden ist. Es gibt nichts dahinter. Was man dazu noch sagen muss, die bedienen sich natürlich aller Möglichkeiten. Die haben zum Beispiel eine Zeitung herausgebracht, die wird jetzt regelmäßig aus Dialog heißt die. Diese Dialogzeitung ist im Grunde das Sprachrohr von Straßen NRW und nimmt auch nur das auf, was Straßen NRW passt. Wir haben gesagt, Dialog heißt ja miteinander ins Gespräch kommen, dann lasst uns doch mal unsere Ideen da auch schildern. Abgelehnt worden. Das ist völlig unsinnig, was Sie da erzählen und alles Quatsch und so. So läuft das ab. Wird aber in Leverkusen und in Merkenich in immerhin 50.000 Haushalte verteilt. Und positiv als Bürgerbeteiligung. Ja, erwähnt. Positiv als Bürgerbeteiligung. Und alleine das Männlein, was da für Reklame macht, wie viel hattet ihr gehört? 50.000. Nur zur Entwicklung eines solchen Männleins für die Baumaßnahmen, die 50.000 jetzt haben. Eine Machbarkeitsstudie für den Tunnel würde laut dem Fachbüro in Freiburg waren wir, haben wir mit denen gesprochen, die würde ungefähr über den Daumen 25.000 kosten. Die Zeitung die kostet ein Vielfaches. Leider nicht. Ich hoffe, wir kriegen sie noch irgendwie zusammen. Wir sind jetzt überall am Götten. Und gucken und haben auch schon so kleinere Summen, aber ich glaube 25.000 kriegen wir nicht zusammen. Dann würden wir nämlich selbst einmal ein Fachbüro beauftragen, diese Alternative grob, nicht wir sind das Kleinste, grob zu planen, um die mal vergleichen zu können mit dem, was Straßen NRW will. Und da fürchten die sich vor wie der Teufel das Weihwasser. Nicht? Das wollen die keinesfalls. Und wir hoffen, dass es irgendwie doch noch hinkriegen. Jetzt haben wir erstmal mit dem PowerPoint angefangen. Das wird wahrscheinlich nächste Woche dann fertig werden. Und dann wird das auch mal ein bisschen besser besser dargestellt, dass man so im Gespräch kann. Und dann hoffen wir, dass wir langsam ein bisschen Boden gut machen. Aber wir stehen im Moment da einer ganzen Kompanie von Goliathen gegenüber, die alle eins wollen, nämlich mit Gewalt die Doppelbrücke. Ich habe da noch eine Frage von Christopher Schrage. Ja, ich sehe ein, also jetzt ganz oberflächlich, ist auch nicht mein Thema, aber schon ein Problem, wo Sie relativ schlicht sagen, man könne die Anbindung von der 59 auf die, wie ist es denn jetzt, A3, schlicht weglassen und über die 502, ich meine, ich kenne die Strecke, jeder, der hier wohnt und mal nach Köln gefahren ist, man muss sich schon klar machen, dass dann der gesamte Verkehr nach Süden und auch in die andere Richtung über die 59, der über ein Autobahnkreuz angebunden ist, über ein eh schon belastetes geführt wird. Also rein fahrtechnisch ist das 5 bis 10 Minuten. Das ist okay. Wenn ich die 59 fahre, fahre ich kurz auf die 542, fahre geradeaus weiter, fahre wieder zurück.
trotz allem, Sie sagten, es ist nur eine Frage, Sie sagten an einer Stelle, auch das hätten Sie von einem Verkehrswissenschaftler. Ja, dieser Professor Steinauer, der also Spezialist für so etwas ist, Sie müssen ja bedenken, das ganze jetzt existierende Leverkusener Kreuz wird abgerissen und neu gebaut und wird dort auch entsprechend stärker dimensioniert. Jetzt haben Sie recht, wenn das jetzt passieren würde, hätten wir noch mehr Steuer auf dem Kreuz. Aber wenn das Kreuz entsprechend größer neu gebaut wird, und das ist Ziel, dann ist das kein Problem. Dann verkraftet das das Kreuz locker. Ja? Und dieses Stück, was wir da haben, das ist wirklich unbefahren. Da können Sie auch spazieren gehen. Nicht? Außer morgens und abends, wenn der Berufsverkehr ist. Da ist, ja, da ist schon was verloren. Da kann man es erzählen. Man kann es erzählen. Ich kenne die Strecke. Ja. Es bleibt dann aber auch eben dann das ist ja kein Kreuz, sondern ein Autobahn T von 59 auf 542, was vermutlich auch nicht gemacht ist für den Abfluss des gesamten Verkehres. Im Grunde ist der Rest A9, das ist ja dann futsch, den Stück A59 gibt es also dann nicht mehr. Also das 552, die 542er Autobahn, das ist nachgeprüft worden, schafft den Verkehr locker. Man muss ja auch bedenken, der ganze Verkehr, der zum Bayer geht, der kann ja weiter fließen. Verstehen Sie? Das ist ein erheblicher Teil. Man schätzt gut ein Drittel. Der kann über die A59, so wie sie jetzt ist, weiterfließen. Das tut keinem weh. Die ganze Andienung vom Bayer, die ganze Feierabend- und Morgenverkehr, das geht alles so, wie es ist, jetzt weiter. Nur der Verkehr, nur in Anführungsstrichen, der in Richtung Koblenz will, auf die A1, der würde jetzt diesen kleinen Umweg fahren. Ja? Der andere Teil würde ja weiter versorgen. Also das ist geprüft. Ich bin auch kein Spezialist. Das hat man uns gesagt. Herr Schufs, das muss noch im Detail gemacht werden. Aber da brauchen Sie keine Sorge haben. Diese Autobahn, diese 542, die überhaupt nicht geprüft ist, gefordert ist, wo jetzt im Moment überhaupt nichts drüber fährt, die schafft das links. Und die Anbindung, die schaffen wir auch. Das sind ja große Kreuze. Muss ich mal vorstellen, da Monheim Süd, wo die Autobahn endet, das ist ein Riesenkreuz und mitten im Feld am Ende. Nicht? Ja? Also da haben die keine Sorgen, die Spezialisten. Vielleicht noch zu Ihrer Erklärung. Also neben dem Professor Steinauer, der auch noch einige Kollegen da mitgebracht hat, mit in die Diskussion, sind das denn noch Tunnelexperten? Deswegen haben wir gesagt, wir sind in Freiburg gewesen. Die größte Tunnelbaufirma, die weltweit größte Tunnelbaufirma, ist da oben beheimatet. Die haben uns dort ebenfalls auf die Sprünge geholfen und haben gesagt, wo liegen Ihre Probleme? Das sind Tunnelexperten, die also, der eine, der uns da vorzugsweise, der ist im Moment in den Staaten, um zwei Tunnelbauprojekte zu begutachten bzw. zu betreuen. Das heißt, das sind also Leute, die wissen, wovon sie sprechen. Wir sind nur diejenigen, die deren Hilfe benötigen und können ihnen das jetzt nur so weitergeben. Ich habe das auch nicht selber geprüft und durchgerechnet. Das kann ich nicht. Ich muss mich da auf diese Spezialisten verlassen. Nur wenn dann so ein gestandener Mann wie der Professor Steinauer, der jetzt im Moment nur als Beispiel, mal sehen, was für ein Kaliber ist, den Auftrag bekommen hat, ein Autobahnnetz für ganz Indien zu entwickeln, ja, dann ist nicht irgendwer, der hat einen Ruf zu verlieren. Wenn der sagt, das geht so und so, das muss man dann nur im Einzelnen durchplanen, dann kann man davon ausgehen, dass das auch stimmt. Mehr können wir nicht tun, wir können nicht überprüfen. Ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Stellen die Autobahnkreuze ja die Flaschenhälse sind, dass eventuell auch hier die beiden Autobahnkreuze der nicht so stark gefahrenen Autobahn dann auch noch umgebaut werden müssten in dem Fall. Ich habe noch eine Frage, wir müssen auch so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage zum Thema Lärmschutz. Uns wurde im Ausschuss irgendwie zwei sehr widersprüchliche Dinge gesagt. Also Minister Groschek meint ja eine Sache, die man nur austauscht. Ersatzbauwerke müsste man ja nicht neu irgendwie große Verfahren machen und sowas. Aber das ist ja kein Ersatzbauwerk, sondern wir kriegen ja hier unter anderem eine sehr viel breitere Straße. Zwei Brücken. Und vor allem insgesamt eine breitere Straße, die auch durch Leverkusen führt. Und der von Straßen NRW.
hat uns ja auch offen, steht auch im Protokoll so drin, gesagt, wenn es eine breitere Straße gibt, dann ist der Lärmschutz auf jeden Fall immer ein Problem, selbst wenn jetzt die Autos die gleichen wären, aber es kommt, wird ja auch mit mehr Verkehr gerechnet, aber eine breitere Straße ist auch schlechter abzuschirmen. Das heißt, man braucht andere Lärmschutzmaßnahmen. Das geben die auch zu. Die sagen, auf der Brücke und den ganzen Bereich können wir das Bundesemissionsschutzgesetz nicht einhalten. Das hat der öffentliche. Das hat er ja ganz offen auch gesagt. Das geht leider nicht, selbst wenn wir noch so hoch mit der Wende gehen und so weiter. Das heißt, der hat ja darauf hingewiesen, dass es dann die bauen was Neues. Tagsüber soll die Grenzwerte eingehalten werden, nachts gibt es dann passive Lärmschutz. Und da das dann im Gesetz möglich ist, solche Ausreißer zu tolerieren, sagt er, dann ist nachts augenscheinlich dieses Gesetz nicht einzuhalten, aber das Gesetz lässt das zu. Diese Ausreißer, wie die das nennen. Ich meine, der Trick bei der ganzen Sache ist eben, da wird nicht eine Brücke ersetzt, sondern da werden zwei völlig neue, viel größere Brücken gebaut. Ja? Dass jede dieser Brücken wird jetzt so groß wie die, die wir jetzt haben, ist. Ja, weil die ja ursprünglich sogar nur für zwei Spuren war. Und es soll auch so sein, wenn da mal wieder was passieren sollte, dann muss jede der beiden Brücken, so steht es in der Beschreibung des Ingenieurbüros, in der Lage sein, den gesamten Verkehr zu tragen. Also die sind schon, was die da machen, ist was völlig Neues. Und die können nicht sagen, ist einfach nur ein Ersatzbau für eine wackelige Brücke. Das ist nicht so. Da Sie eben sagten, müssen ja auch zu Ende kommen, ja, noch andere Themen, vielleicht noch ein Hinweis. Wir haben jetzt die Absicht, auf der Brücke eine Demo zu veranstalten. Das ist, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, in Rheinhausen, vor etlichen Zeiten mal, vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, mal der Fall gewesen. Das geht im Prinzip. Es ist nur eine Frage, kriegt man es durchgesetzt? Sie als Piraten sind eine Fraktion im Landtag. Wenn Sie sich mit der Thematik beschäftigt haben und sagen, so wie das die Bürgerinitiativen schildern, sehen wir das auch, wäre das natürlich sehr gut, wenn Sie uns in diesem Wunsch, dort entsprechend mal eine Demo zu machen, unterstützen könnten. Dafür könnten Sie versichert sein. Sie hätten dann auch alle größeren Fernsehanstalten, wir haben ja schon Kontakt so ein bisschen zu allen, hätten sie dann auf der Brücke und könnten dort also für sich entsprechend auch werben. Wir haben da also keine Probleme mit, dass dann irgendjemand auch mit diesen Aktivitäten in unserem Sinne wirbt. Das könnten wir Ihnen dann als Dankeschön für die Unterstützung anbieten, dass Sie dann eben halt doch eine riesen Öffentlichkeit bekämen, wenn Sie das, was haben wir gesagt, wir wollen nicht in der Hauptstoßzeit, sondern ganz freundlich haben wir gesagt, Sonntagsmittags. Und dann vielleicht mal für eine Viertel bis eine halbe Stunde. Es geht ja nur um die Symbolik. Ja, um die Symbolik und nicht um halb Köln und Leverkusen in Verkehr ertrinken zu lassen. Sie könnten versichern, von Tagesschau angefangen bis Arte und so, die wären alle da. Und daraufhin arbeiten wir hin und da könnten wir, sofern Sie sich unseren Argumentationen in etwa nähern würden, könnten wir uns vorstellen, dass wir Sie damit einbinden und Ihnen, Sie können ja mit Ihrer nicht so gerade positiven Außenwirkung, die Sie leider im Moment haben, könnten Sie da etliche Nummern natürlich wettmachen. Wir hatten auch versucht, jemanden mitzubringen, wir haben ja zwei Piraten im Rat sitzen, aber der eine Pirat ist gar kein Pirat, der ist nur dazugekommen. Und der zweite, so hat er mir erzählt, ist in der Zwischenzeit, da eine Doppelmitgliedschaft möglich ist, noch in einer anderen, Neue Liberale oder was, mit aktiv. Das heißt, deswegen war da wohl kein großes Interesse, sonst hätten wir die auch mitgebracht, dass Sie sehen, dass wir da auch durchaus interessiert sind, mit jedem, der uns etwas unterstützt, auch in engeren und besseren Kontakt zu kommen und dass derjenige dann natürlich auch ein bisschen was davon hat. Das ist ja nur leider Gottes im Leben fast überall so, dass man sagt, man kann nicht nur die Hand aufhalten, sondern ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn man etwas anbieten kann und kann sagen, ihr Lieben, wenn ihr denn euch dieser Sache nähern würdet und könntet, dann könnten wir euch da ein großes Aha-Erlebnis
das sicherlich bundesweit Aufsehen erregen würde, durchaus mit ins Körbchen legen. Und da könnt ihr auch, da haben wir keinen Bedarf, uns da groß vor den Kameras zu positionieren, denn wir sind für Leverkusen da, wir haben keine Lust, im Land etwas zu tun. Dann könnten Sie dann auch im Grunde genommen da das Sahnehäubchen bekommen. Das war aber nur mal so als Abschluss gedacht, falls Sie an so etwas Interesse hätten. Wäre ja möglich. Halten Sie uns auf jeden Fall auf dem Laufen und ich frage gleich, wann ist das geplant? Ja, das haben wir noch nicht. Wir sind noch dabei. Ja. Wir informieren Sie sofort. Also so, das wird wahrscheinlich so darauf hinlaufen, dass es im April etwa stattfindet. Okay. Nicht? Gut, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ja. Nein. Und wie gesagt, wenn man das eben halt koordinieren würde, ich sage jetzt mal, die Initiativen würden entsprechende Anfrage an die Polizei richten, die meine Fraktion im Rat würde entsprechend und Sie würden quasi als Landtagsfraktion ebenfalls, dann würden wir Ihnen die ganze Medienarbeit gerne überlassen, wenn Ihnen das was nützt. Wir haben ja durchaus noch, außer den beiden, die jetzt diese Gruppe, die auch gar nicht mehr Piraten heißt, glaube ich, aber der ist weiterhin Pirat, soziale Gerechtigkeit heißt, haben wir noch andere Piraten in Leverkusen, die ich auch jetzt hier im Vorfeld gesagt habe, wir treffen uns hier, aber aus Rheindorf kommt, der war sogar, ich meine, früher an der Gesamtschule dort Lehrer, der war sogar mal mein Schüler. Also wir haben ja noch Kontakt zu den anderen Piraten in Leverkusen, sodass wir da auch nochmal austauschen, auch wegen der Demo. Sache, denn wenn, dann machen, ja, machen wir das mit denen natürlich vor. Ja, natürlich, selbstverständlich. Nur, die sind verhältnismäßig klein und wenig schlagkräftig. Das ist so. Die nehmen aber gerne mit. Aber wenn die wollen, sage ich so, dann kriegen die auch Unterstützung durch uns. Ja. Keine Frage, also da haben wir keine Probleme mit. Wenn die sozusagen es vor Ort um die Sache und dann andere das gut finden, dann unterstütze ich die natürlich gerne. Fairerweise vielleicht noch zu Ihrer Information, wir haben demnächst wohl auch noch ein Gespräch mit dem Herrn Glocke. Der hat sich jetzt, weil eine ganze Reihe von den Leuten, die uns unterstützen, die auch bei uns Mitglied sind, auch den Grünen nahestehen, die haben dann wohl Dampf gemacht, sodass dem wohl nichts anderes überbleibt, als uns dann auch nochmal hier im Landtag irgendwo zu begrüßen. Da haben wir aber noch keinen Termin. Okay, ja. Dann auch dort viel Erfolg. Ich habe hier ja die Fragen, die ich jetzt auch irgendwie mal schon kopiert wurden für die anderen. Ja, wenn wir sozusagen wissen, welche Fragen jetzt nicht heute Abend oder in den nächsten Tagen beantwortet werden, dann teilen Sie uns das vielleicht oder mir auch nochmal mit, welche vielleicht noch offen sind. Ja, toll. Und die werden uns vielleicht nichts beantworten. Ich kenne das. Die werden uns die wichtigsten Fragen dann hier auch nochmal. Aber wir haben zumindest den Druck ein bisschen aufgebaut, weil die ganzen Fragen sind halt auch an die ganze örtliche Presse gegangen, ne? Unter anderem auch an Spiegel. Also wenn gar nichts beantwortet wird, dann Sie können versichert sein, es wird nichts dezidiert beantwortet. Bisher nie. Und wenn die PowerPoint-Präsentation fertig ist, die schicken wir Ihnen auch zu. Ja. Sehr gerne. Gibt es ansonsten noch Fragen hier? Wie gesagt, wenn Sie mal Interesse haben, rufen Sie uns an, jederzeit, kein Problem. Hat man bei den Gesprächen mit den Experten, die Sie geführt haben, Ihnen in etwa Planungszeiten oder Bauzeiten signalisieren können? Von dem, was wir vorhaben? Ja. Ja, da hat man keine Probleme gesagt. Also die Bauzeiten, die hier Straßen NRW vorgibt, die behaupten ja 20 mit den Brücken, mit der ersten Brücke fertig zu sein, das schaffen wir auch mit dem Tunnel. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die sagen, dort ist ja nur Sand und Schluff. Das haben die also geprüft. Sand, Kies und Schluff. Da gehen wir, wie so schön sagt, mit dem Finger durch. So schnell können die nicht betonieren, wie wir mit der Maschine durchkommen. Ne? Nicht? Aber auch das können wir Ihnen nur so weitergeben. Wir haben selbst ja, da wir die Kenntnisse dazu nicht haben, nicht selbst prüfen können. Wer uns da vor allen Dingen berät, wie gesagt, der ist im Moment in den Staaten bei zwei Tunnelprojekten. Das ist ein Tunneling Consultant, ist ja heute alle Neudeutsch, aus Lahr im Schwarzwald, der auch lange für die größte Tunnelbaufirma Deutschlands dort gearbeitet hat. Also ein ausgesprochen hochkarätiger Spezialist. Und der sagte, das ist alles technisch gesehen kein Problem, zeitmäßig kein Problem. Der war sogar nachher mit
Steinauer und anderen der Meinung, wenn wir hier hingingen und würden die Brücke, die existierende Brücke, wenn sie nicht schon zu klein wäre, könnte man die noch reparieren, dass die auf Dauer stehen bleiben könnte. Nur da wir ja sowieso eine größere Brücke brauchen, stellt sich die Frage nicht. Aber die Experten sind der Meinung, so wackelig ist die nicht, dass die nicht saniert werden könnte. Aus beiden Gutachten geht Ähnliches, wenn auch nicht so dezidiert, weil sie ja da nicht nachgefragt worden sind, in Ähnlichem hervor. Da wird nämlich gesagt, eine Sanierung empfehlen wir zum Beispiel bei dem Sedlacek-Gutachten, empfehlen wir deswegen nicht, weil das unökonomisch ist. Ihr steckt dann Millionen rein und müsst doch eine neue Brücke haben. Deswegen raten wir nicht eine großmächtige Sanierung der Brücke, sondern raten einen Neubau. Aber ihr habt Zeit, 15 bis 20 Jahre bleiben euch. Letzte Frage von Christopher Schraden. Ja, ich mache es auch ganz kurz und die richtet sich ausnahmsweise mal an dich, Oliver. Ich fand den Einstieg ein bisschen überraschend, dass Sie sagten, naja, es gäbe halt das Brückenbuch, es gäbe das Gutachten, aus dem hervorgeht, im Grunde ist der Zustand nicht so dramatisch, wie er allgemein dargestellt wird. In meiner Wahrnehmung, und wie gesagt, ich bin ein anderer Bereich, kriege das nur aus der Öffentlichkeit mit, war das schon sehr plausibel mit verschiedenen Medienberichten, dass diese Brücke zwar nicht kurz vorm Einsturz steht, aber die ganzen Maßnahmen, keine LKWs mehr, das ist ja doch ein sehr massiver Eingriff. Deshalb an dich die Frage, ist das denn mathematisiert worden oder ist das mal in Frage gestellt worden, ob der Zustand tatsächlich so ist, also auf Ausschussebene, oder das würde mich einfach mal interessieren. Also wir haben auf Ausschussebene im Grunde nur einmal einen sehr detaillierten, auch wirklich guten Bericht über die Brücke selbst gehört, warum diese Brücke so anfällig ist, genau wie ihre Schwesterbrücke in Duisburg, weil sie halt eine umgedrehte Konstruktion hat, also im Grunde das, was normalerweise oben bei der Brücke ist, bei dieser Brücke unten, bei der Aufhängung. Und also es war ein sehr, sehr guter Bericht, auch was daran kaputt ist. Ich kann es jetzt nicht, insgesamt ist es tatsächlich nicht beurteilen. Ich halte es allerdings für plausibel, dass eine Brücke die Note 3 kriegt und dann man kurze Zeit später feststellt, oh, die ist aber... 4 Tage waren das. Ja, also gut, 4 Tage ist eine sehr kurze Zeit, da hätte man das auch schon vorher wissen können, aber gut. Ich halte es für möglich, dass eine Brücke eine Note 3 kriegt und anschließend sie trotzdem als massiv gefährdet eingeschätzt wird. So nach dem, was ich so von Leuten von Deges und so gehört habe, was auch bei anderen Brücken entdeckt wird. Also da kontrolliert man ständig die Brücke nach der gleichen Weise und dann stellt man fest, ja, vielleicht sollten wir mal in den Pylon, der innen hohl ist, ist jetzt eine andere Brücke, ein Pylon, der innen hohl ist, vielleicht sollte man da mal eine Leiter installieren, sodass wir auch mal oben gucken können. Machen Sie das, entdecken, oben ist alles, der ganze Beton sitzt nur noch lose auf der Brücke drauf und lauter Löcher und die Leute schlagen Hände über den Kopf zusammen, vorher dachten sie, die Brücke wäre in Ordnung. Alles ist alles anders. Also das war eine andere Brücke. Und ich kann mir deshalb durchaus vorstellen, dass trotz der 3 es zu sowas kommt. Also das kann diese Sache kann ich momentan nicht so gut einschätzen. Noch Informationen dazu. Wenn die Brücke wackelig ist, liegt das nicht an irgendetwas. Und das hat auch keine Parallele zu einer anderen Brücke. Was man hier gemacht hat, man hat eine Standspur nachträglich noch mit zur Fahrspur gemacht. Und das sind auf beiden Seiten die rechte. Und genau auf denen fahren die schweren Laster. Und das sehen die auch in den Akten. Da wird das gesagt, das war eine Fehlentscheidung, die Außenbereiche mit den schweren Lastern zu belasten. Und daran ist die Brücke krank. Das steht überall dort. Das haben die Brückenbauer auch festgestellt. Dafür war die Brücke nicht ausgelegt. Das hat man aber gemacht. Das heißt, die ganz schweren Oschis fahren jetzt ganz außen und belasten natürlich die Brücke am stärksten. Und das hat die Brücke wirklich zum Problemfall gemacht. Das heißt also, das konnte man auch vorher schon wissen, dass das eine Überlastung der Brücke ist. Nicht? Ja? Nur das Problem ist eben, wenn man trotzdem sagt als Spezialist, man kann die Brücke auch sanieren. Nur im Moment stellt sich das Problem nicht, denn wir brauchen ja eine größere Brücke, also eine neue Brücke. Deswegen saniert nicht lange, sondern fängt eine neue an zu. Dann ist doch die Intention klar und eindeutig, nicht? Also was da abläuft, und denken Sie auch mal politisch, das ist ja nur Ihr Job. Was meinen Sie, was das ein Coup war? Ein Coup dieser Herren Minister,
Wir haben keine Million mehr irgendwo in Deutschland, sondern wir nehmen die 460, wenn es denn so viele Millionen sind, jetzt anderswo weg, in Bayern, Schleswig-Holstein und sonst noch mal irgendwo. Wann meinen Sie denn, wann die zuständigen Leute, die dafür für Bayern und so zuständig sind, wann die das mitmachen? Doch nur und ausschließlich dann, wenn sie denen klar machen, die entscheidende und wesentliche Brücke, die kracht demnächst zusammen. Dann sagen die, naja, unter den Umständen müssen wir natürlich auf den Bau unserer Autobahn in Bayern und in Schleswig-Holstein und wo verzichten, das Geld nach Leverkusen schicken. Das war ein Coup. Für mich persönlich war das ein absolut politischer Coup. Diese Brücke ist wackelig geworden unter politischen Umständen, nicht unter technischen Umständen. Dass es politisches Marketing ist, ja, bezweifle ich. Aber wie? Es kam, glaube ich, gemacht. Gleich nach dem, nachdem dann das Ereignis eintrat sozusagen, kam das schon gut raus. Und man sieht es ja, wie sehr der Minister auch das immer wieder vorzieht. Die einzige Frage ist, aber die ist auch eigentlich nicht wichtig für die Beurteilung am Ende, ja, ist sozusagen das hingebogen oder nicht. Das ist aber im Endeffekt egal. Es wird natürlich für politisches Marketing benutzt. Und natürlich hat man Vorteil, dass die breitere Brücke schneller gebaut wird. Und natürlich nutzt es der Minister, wenn das jetzt passiert, anstatt in der nächsten Legislaturperiode, das ist klar. Okay. Gut. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir bedanken uns ganz herzlich sehr, bei Ihnen. Wir machen jetzt noch ganz kurz unsere organisatorischen Sachen, die wir einmal durchgehen. Sie dürfen, wenn Sie möchten, noch hier bleiben, aber müssen nicht. Ich weise darauf hin, wenn Sie möchten, können Sie auch unten in die Kantine besuchen, da kann jeder essen. Und wünsche Ihnen ansonsten heute Abend auch noch mal viel Erfolg. Dankeschön. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Danke. Sonst stelle ich erstmal die Frage, weil ich selber was da habe, ob es Anträge fürs nächste oder übernächste Plenum gibt, die wir zumindest hier kurz erwähnen, damit wir wissen, dass es die gibt. Von euch? Nö, ich erzähle dann mal gleich von vieren. Das erste ist ein Antrag zum Thema Semesterticket, ist zwar auch Ausschuss Hochschule, also Hilmar macht das gerade als Referent federführend, wäre fürs nächste Plenum nochmal angedacht. Einfach, damit man eine schöne Rede halten kann und das nochmal auf der Tagesordnung im Plenum hat. Dann in Vorbereitung ein Antrag zum Thema autonomes Fahren. Habe ich ein Pad gemacht, bereits auf unserem Fraktions-Pad-Server, wo ich angefangen habe, ein Positionspapier oder eine Erklärung dazu zu schreiben. Ist schon ein längerer Text und daraus soll dann nachher ein Antrag entstehen. Und für April möchte ich schon mal ankündigen, einen Antrag zum Thema Landesluftverkehrskonzept bzw. Fluglärm und zur Landesbauordnung gegebenenfalls. Mal gucken, wie bis dahin die Sachen zur Landesbauordnung stehen. Gibt es dazu Fragen? Landesbauordnung? Das sind auch die Gründächer. Die Baden-Württemberger haben das gemacht, die haben in ihrer Landesbauordnung Gründächer drin und in anderen Bundesländern gibt es das auch. Ja, ansonsten wissen wir allerdings noch nicht, wie der Referentenentwurf aussieht und wir möchten im Grunde dann sozusagen schnell reagieren, bereiten deshalb praktisch das thematisch vor und gucken dann mal, ob die Sachen, die wir als Anmerkung hätten, dann auch drinstehen. Es betrifft natürlich nicht nur Gründächer, uns sind auch noch wichtig Stellplätze, aber insgesamt ist wichtig, dass zum Beispiel die Landesbauordnung an Klimaschutzmaßnahmen angepasst wird. Momentan ist es so, dass wenn man ein Haus einpackt in Styropor oder sonst was, muss ja nicht Styropor sein, zumindest wenn man praktisch dämmt, dass dann die Abstandsflächen nicht mehr eingehalten werden, weil das Haus ist ja dicker und dann ist die Abstandsflächen hier oft Zentimeter genau sind, passé, es gibt auch Sachen zur Barrierefreiheit, die dringend in der Landesbauordnung geändert werden müssen. Eventuell gibt es auch einen Sachverständigen für Barrierefreiheit, der dann verpflichtend wird und so weiter und so fort. Ansonsten kann ich zum Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr sagen, dass wir
gleich 4 Berichte angefordert haben. E-Scooter, Stand der Dinge, schon länger angefordert. Dann Stand der Planung bezüglich Teststrecke für autonom fahrende Autos. Dann Position der Landesregierung zur Linie 105 in Oberhausen und zur dritten Interfinanzierung von ÖPNV-Infrastrukturprojekten und Flughäfen NRW, Initiativen der Landesregierung zur Vermeidung von nächtlichen Starts und Landungen. Das war's zum Ausschuss A02, der nächste Woche Donnerstag stattfindet und auch stattfindet. Wie sieht es im A17 aus? Beziehungsweise habt ihr aus A17 noch was zu berichten? Ja, dann machen wir A18. Also mangels Wirtschaftsreferenten und die Wirtschaftspolitik bestimmt wie immer die Mehrheit der Themen. Am Mittwoch gibt es zumindest ein interessantes Ding, das ist der, ich möchte das möglichst kurz fassen, die Netzagentur ist ja immer zuständig, also Bundesnetzagentur Strom, für die Planung des Netzausbaus. Und in dem Zusammenhang muss die sich halt auch mit der Planung der Kraftwerkskapazitäten befassen. Und die hat tatsächlich in ihrem letzten, ich mache das jetzt wirklich so kurz wie möglich, Bericht, die einzuplanenden Braunkohlekraftwerke ziemlich zurechtgestutzt. Das hat dann auch dazu geführt, dass da viel in Medien zu war. Vor ungefähr einer Woche, Dünen musste sich dazu äußern. RWE hat gesagt, wir wissen davon aber gar nichts, das sind doch unsere Kraftwerke. Das ist schon so, dass die so weiter runtergestutzt haben, als bisher sogar die Kritiker das gesehen haben. Also übrig bleiben da nur noch 2 große Blöcke. Neubau von Boa Plus steht danach gar nicht mehr zur Debatte. Und dazu gibt es halt einen Tagesordnungspunkt auf der Wirtschaftsausschusssitzung. Dannebot wird da sicherlich auch was zu sagen haben. Und ich finde es ganz interessant, weil das wirklich mal doch erstaunlich weit geht. Außerdem gibt es noch einen zweiten Tagesordnungspunkt zu einem Netzthema, was aber sehr speziell ist, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Das erste hat aber unter Umständen dann auch wieder mit Meerbusch-Osterrad zu tun, wo bekanntermaßen eine geplante Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsstelle unterbrochen werden soll, durchaus auch, um da eben Braunkohlestrom einzuspeisen. Und wenn der Braunkohlestrom vielleicht gar nicht mehr da ist, ist auch das mal wieder in Frage zu stellen. Also unser Ansatz, den Netzausbau in seiner Gesamtdimension in Frage zu stellen, wird, glaube ich, noch öfter Thema sein. Also LDP ist natürlich auch auf dem Tagesordnungspunkt. Ich habe da aber heute erst das Papier zugekriegt, das ist eine Stellungnahme und ich kann da nichts zu sagen. Aber LDP ist auch tatsächlich wieder in A18 am Mittwoch auf der Tagesordnung. Ja, Linus hat mir eine Mail geschickt, die ich aber noch nicht heute eben gerade, die ich noch nicht begutachtet habe, zum LDP. Gut, gibt es sonst noch Dinge, die wir uns austauschen sollten an Informationen? Sage ich noch, dass wir uns geeinigt haben, dass Stefan Fricke nach München zur Kommissionsreise fährt und ich hoffe, das geht seinen Gang bei euch. Ja. Und ja, ich habe unten noch einen Link eingetragen, weil ich gestern ein schönes Bericht beim ZDF Nahverkehr in Not zusammen mit Herrn Professor Monheim gesehen habe. Für mich war nicht viel Neues drin, aber war eine schöne Zusammenfassung. Den empfehle ich. So, dann sind wir damit durch. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. In 2 Wochen haben wir keinen Besuch. Und wir können jetzt was essen. Vielen Dank.